Hey, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Forget Me Not, Annie. Oh, hier haben wir wieder unsere Lampe. Ja, im letzten Part haben wir herausgefunden, dass uns Howard eigentlich nur schaden will, aber ich glaube, das wussten wir insgeheim auch schon lange. Und ich bin hier im Labyrinth rumgelaufen und suche jetzt diese Dinger und ja. Seitdem ist noch nicht sehr viel passiert. Wir brauchen sie immer noch. Schauen wir mal, wo wir als nächstes hin müssen. Ups. Und nochmal. Boing. Also da müssen wir anscheinend rüber. Ups. Ich glaube, die Lampe liegt unten. Aber es sieht nicht so aus, als käme ich da so einfach hin. Andererseits. Hallo? Oh. Ich und Steuern, das ist auch nicht so das Wahre. So. Ich könnte versuchen, dorthin zu kommen, aber ich weiß nicht wie. Ich glaube, ich habe das auch schon mal versucht. Nur habe ich mich da rechts gehalten. Ich versuche es jetzt mal mit links halten. Für gewöhnlich funktioniert sowas nicht unbedingt. Naja, egal. Oder war ich vielleicht sogar schon an dem Teil und hatte es nur nicht bemerkt? Ja, im letzten Part hatte ich gesagt, es könnte sein, dass ich das Labyrinth rausschneide. Also, wenn ich jetzt hier noch viel rumtüdel, wo ich denke, dass es für euch uninteressant werden könnte, werde ich das wohl machen. Aber ja, es sieht bis jetzt ja ganz gut aus, ne? Findet ihr nicht? Ups. Hallo. Na, geht doch. Hat funktioniert. Halleluja. So. Die Frage ist, Geronimo! Das war dann wohl nichts. Na toll. Nein! Lass du mich bitte in Frieden? Wie komme ich da jetzt wieder hin? Ich hoffe, ich komme da wieder hin. Nein, natürlich nicht. Oh cool, es ist runtergefallen. Ja, das ist natürlich auch ganz okay. Jung. Dann darum, gehen wir eben darüber. Ich will meine Lampe mitnehmen. Ohne Lampe geht hier nichts. Ich bin immer noch der Meinung, das Spiel hat was von Amnesia und Portal. Genau, Portal wollte ich sagen. So. Na, das hat ja wieder mal wunderbar funktioniert. Und schon wieder. So. Wo? Da. Okay. Ach, da habe ich ja schon letztes Mal nicht hingefunden. Da wollte ich ja schon. Ach, egal, ich schaffe das schon irgendwie. Oder komme ich da an? Na klar. Da werde ich wohl nicht ankommen. Also letztes Mal wollte ich irgendwie hier lang. Und dann kam ich nicht weiter, oder? Ach, einfach rumprobieren, rumprobieren. Nee, hier ging es nicht weiter. Ich krieg's schon irgendwie hin. Denke ich mal. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Ja. Immer diese Geräusche, also ganz ehrlich. Manche Geräusche haben mit dem Spiel an sich gar nichts zu tun, oder? Ich meine, klar ist das beunruhigend, weil man weinen hört, aber
Wer weint da? So an sich, es klingt nicht nach Annie. Sie könnte natürlich irgendwen aus dem Rest des Irrenhauses hören. Tja, aber... tut sie das? Oder wurde es nur eingefügt, um uns zu gruseln, was ich ja glaube? You are nothing without me. Without my power. Meinst du? Okay. Ich bin im Kreis gelaufen, oder? Uff. War... ah, verdammt! Und nochmal. Wieso kriege ich das nicht hin? Leute. Ach nein. Ach. Wenn ich den Weg jetzt finde, lasse ich es drin. Wenn nicht, dann schneide ich es raus. Ganz einfach, okay? Weil das ist jetzt sicherlich nicht so unterhaltsam für euch. Das sieht doch irgendwie gut aus. Ja, doch irgendwie schon. Ich guck erstmal da lang. Just a lost, crazy little girl. Tell me, what in your life is even worth saving? Ich weiß es nicht. Ich bin verrückt, findest du? Ich glaube eigentlich eher, du bist hier der Verrückte. Oder Annie ist die Verrückte, wer weiß das schon? Ist der Teddy wirklich echt? Who knows? I don't know. So. Ja, okay. Lampe. Dann halt nicht. Wenn ich nicht darf, dann halt nicht. Wow. Was? Wie? Nein. Annie. Was macht der da oben? Wie ein Vogel auf uns runterschauen. Das ist doch irgendwas im Wasser. Ah, okay. Aber wenn der Arzt jetzt denkt, sie hätte ihre Mutter getötet, so rein theoretisch. Und ich kann nicht gegen den Schatten laufen? Verdammt. Schatten sind böse. Was ist hier los? Okay, dann gehe ich halt schwimmen. Ich bin Jesus? Ich kann auf Wasser laufen. Das ist cool. Wenn auch etwas seltsam. Anstatt um den See rumzulaufen. Was ich gerade sagen wollte... Howard scheint Annie jetzt zu kontrollieren und wir müssen da irgendwie rauskommen. Nur wie? Und kann es eigentlich sein, dass mein Mikro wieder mal ultra leise aufnimmt gerade? Sorry, dass ich vom Thema ablenke, aber... Was passiert, wenn ich hier raufhüpf? Hui! Okay. Ich komme hier rüber, aber nicht darauf.
Wie komme ich denn da rauf? Little girls are never bad. Aber Bären sind es anscheinend. Wobei die Frage ja immer noch ist, ist das wirklich ein... Was? Ah. Wieder mal etwas, was nicht funktioniert. Ich verstehe das Rätsel nicht. Ach so. Nein. Nein, ich darf ja nicht näher ran. Warum nicht? Da! Du böses Spiel, du. Ha! Was? Was? Kann mir mal jemand das Spiel erklären? Ich hänge hier überall fest. Leute. Ah! Nein, hier kann ich wieder nicht lang. In die Äste aber schon. Ja, seht ihr das? Hier ist eine unsichtbare Wand. Ich darf hier einfach nicht lang. Ich fühle mich getrollt. Warum nicht? Wo soll ich denn lang? Ah, Spiel. Hallo? Aber ich habe keine Ahnung, ob das so gehört, aber ich komme hier echt nicht weg gerade. Ich bin verwirrt. Ich hasse dich. Kann ich hier irgendwas aufnehmen? Etwas Unsichtbares vielleicht. Ich bin überfordert. Oh. Ich melde mich zurück. So Leute, ich hab's jetzt noch eine Weile versucht, aber ich muss euch leider mitteilen, ab da kann man das Spiel anscheinend nicht mehr lösen. Ja, ihr wisst ja, dass es noch im Aufbau war, das stand ja auf dem Schild und... Naja, wir werden wohl nicht herausfinden, was mit Annie ist. Sehr, sehr schade drum, weil das Spiel hat mir echt Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch irgendwie Spaß gemacht. Vielleicht wollt ihr es ja selber mal anspielen. Ich habe keine Ahnung. Es ist ja kostenlos. Vielleicht ist es für euch jetzt auch überflüssig, weil ihr mein Let's Play gesehen habt. Naja, jedenfalls finde ich das Spiel immer noch klasse und ich hoffe, dass es noch beendet wird. Fand ich eigentlich noch ziemlich interessant, auch noch nach dem Ende weiter zu spielen. Ich hoffe, ihr fand es auch interessant. Ich habe ja nun... den einen Part leider meine Stimme gelöscht, blöderweise. Naja, ich hoffe, es war nicht zu schlimm für euch. Wir sehen uns dann beim nächsten Projekt wieder. Bis demnächst. Ciao.